Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Im letzten Sommer, Herbst, haben sich die Obstbäume richtig gehend gebogen unter ihrer Last. Und die Ernte ist einmal mehr überdurchschnittlich gut ausgefallen. Was man dann zumal nicht sofort hat können brauchen oder zu köstlichem Äpfelsaft und Most verarbeiten, steht uns dank der modernen Lagermethode jetzt noch den ganzen Winter durch zur Verfügung. Bei optimaler Luftfeuchtigkeit und Temperatur bleibt das Obst auch nach mehreren Monaten ohne Qualitätsverlust knackig und frisch, gerade wie vom Baum. Äpfel eignet sich bekanntlich sehr gut als Zwischenverpflegung, als Pausensnack für unterwegs oder beim Wandern und so weiter. Wie man Äpfel auch in der Küche immer wieder neu und vielseitig einsetzen kann, zeigt uns dann wie gewohnt ein bisschen später unser Küchenchef, Armin Amrain. Grüezi miteinander. Die Äpfelvielfalt ist bei uns übrigens grösser, wenn man im Allgemeinen annimmt. Und trotz der zum Teil fremdländisch tönenden Namen sind das alles einheimische Sorten, die in den verschiedenen Obstbauregionen der Schweiz gezüchtet und angebaut werden. In unseren Läden findet man zurzeit Maigold, Golden Delicious, Idaret und Jonagold. Eine von diesen Sorten, die Maigold, offerieren wir Ihnen jetzt zum Aktionspreis. Und zwar das Kilo für nur 2,20. «An apple a day keeps the doctor away», sagen bekanntlich die Engländer. Also jeden Tag ein Äpfel sei gesund. Und der Weisespruch ist sicher auch für uns Schweizer gültig. Sie wissen warum, Armin? Fast die ganze Palette an Vitamin und Mineralstoff ist im Äpfel enthalten. Das macht ihn sicher wertvoll. Aber auch seine Bedeutung als Lieferant von Nahrungsfasern ist sehr wichtig. Für eine störungsfreie Verdauung. Vor allem für Leute, die viel sitzen. Und ich habe mir sagen lassen, dass es am meisten nützt, wenn man die Schalen und das Gehäuse gerade mit isst. Wir kommen zum Rezept. Es ist, weil ich vorher schon ein Sprichwort aus England zitiert habe, eine Spezialität, die man dort gut kennt. Richtig, ein Pie mit einer pikanten Äpfelhackfleischfüllung. Für den Teig Mehl und Anken feinkrümelig durchhacken. Mit wenig Äpfelessig rasch zum Teig kneten und zudeckt kalt stellen. Den Teig feinkrümelig durchhacken? Ja, richtig, damit er schön mürr bleibt. Für die Füllung Hackfleisch braten und rausnehmen. Dann in der gleichen Pfanne in Scheiben geschnittene Äpfel so lange braten, bis sie knapp weich sind. Für den Guss ein Ei und zwei Eigelb mit Rahm, mit Salz und Pfeffer und wenig Thymian verquirlen. Eine Springform mit dem Teig auslegen und dicht einstechen. Zuerst Hackfleisch, nachher die Äpfel drauf verteilen und mit dem Guss übergießen. Mit Cheddar, einem bekannten englischen Käse. Oder wer es lieber hat mit Parmesan, bestreuen. Dann die Pie im vorgeheizten Ofen im unteren Teil 45 bis 50 Minuten backen und heiß mit einem gemischten Salat servieren. Das Rezept können Sie übrigens in der Beilage von der Coop-Zeitung von dieser Woche im Frischmarktmagazin nachlesen. Die Coop Naturaplan-Äpfel, die Armin Amrain für seinen Pie gebraucht hat, stammen übrigens von Betrieben, die ganzheitlich biologisch bewirtschaftet werden. Auf diesen Höfen braucht man keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel. Mit organischen Dünger wie Kompost wird die biologische Aktivität vom Boden gefördert und Krankheiten und Schädlinge werden primär vorbeugend und durch Nützling reguliert. Bei den Bio-Äpfeln von Coop Naturaplan sind kleine Schönheitsfehler und Unregelmäßigkeiten bei der Grösse möglich. Auf den Geschmack hat das aber keinen Einfluss. Eher das Gegenteil ist der Fall, wie bisherige wissenschaftliche Studien beweisen. Aber von dem haben Sie sich bestimmt schon ganz unwissenschaftlich selber überzeugen. Wie immer an dieser Stelle jetzt noch ein paar Tipps zum Sparen. Ausländische Tomaten kosten per Kilo 1,80. Und Midi-Sugo gibt es als 3 für 2 für 5 Franken. Mit der GoProfit-Karte gibt es Raclette-Käse Raclette en bloc zum halben Preis. Sie wissen ja, GoProfit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Das war es für heute aus dem Coop Frischmärz-Studio. Danke fürs Zuschauen und noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.